8? Nee, das ist sicherlich so eine Waffe, die auch so one-hittet. Und zwei One-Hit-Waffen sind, glaube ich, etwas über. Nicht, dass mir dann doch noch die Munition ausgeht. So. Hm, da blinkt was, da blinkt was. Night Springs, Arizona. Now Night Springs is in Arizona. Although, not for long. It's in Arizona because whatever the town that has become Night Springs is really called is located near one of the thin, worn places in the world where dreams and reality flow together and life is always a little strange. Perfect analogy for Night Springs. I can't return to the real world, I've tried, but I'm operating on dream logic, forcing the door open a crack so I can slip through. I can enter the strange little town of Night Springs. All I did was put in Arizona for one night. Mhm. Aha. Okay. So. Sieht aber auch nicht schön aus da drin, in dem Tunnel. Well, this should be perfectly safe. Was macht ein Auto? Okay, das ist echt verdammt dunkel hier. Das sind Fledermäuse. Hier geht's nicht weiter. Da, die... Hä? Das war zu leicht. Now we just need her to charge this up. Okay. Es sind noch eine Handvoll Spinnen hier gerade kommen. Wow. Trotzdem war das zu leicht. Das war's schon. Ah, nee, auch nur Spinnen. Oh, aber viele Spinnen. Boah. Hahaha. Wie ein Tuppelhit. Okay. Sah schwer aus. War ganz easy. Okay. Die Batterie lädt sich zu schnell wieder auf. Das ist zu einfach. Wenn sie allein mit Dings, mit Licht kaputt gehen. Na? Ich laufe mal hier die große Runde, falls wieder ein Manuskript erschienen ist, das ich einsammeln kann. Man ist ja nicht nur für die Kisten gut. Ist ja auch viel Story drin in den Dingern. Hinten war ich überhaupt noch gar nicht. Sieht aber auch nicht so aus, als müsste ich hier irgendwo hin. Hier höre ich Gegner. Da. Und noch einer. Keine Slow Motion, das heißt, hier ist noch irgendwo ein Gegner. Oder? Oder auch nicht. Anscheinend sind die meisten Manuskripte in den Zimmern da drin.
Gibt's hier noch was? Diesel. So. Recharge. Erstmal recharge ich meine Munition. Found the battery. Okay, I'll charge it. Dazu braucht's den Schraubenschlüssel. Here. Try not to get killed. Okay. I'm gonna take care of this. Try to stay calm. Look, what if I just... What if you stay here with me, please? I'm sorry, but if I don't deal with this, no one else will. Ugh, yeah, I guess. It's just that this is getting really creepy. I believe this is real, but I don't understand any of it. I'm getting scared. I can't believe you're so calm. I get scared, but I've had a lot of time to get used to it. That helps. The guy who looks like me is the reason this is happening. I caught up with him, but he swept me back here. Back in time? Yeah, it's a trap. We'll be doing this forever unless I can break out of it. Mm-hmm. How are you gonna do that? I'm working on it. I came prepared, but things got kind of scrambled when I arrived. I'm tracking down the things I need. Yeah, well, feel free to climb back into your DeLorean or whatever it is you do. Ja, Mann. Und täglich grüßt das Wurmeltier. Falls dieser Film einem von euch noch was sagt. Super lustiger Film. Solltet ihr angucken. Hier ist ein Speicherpunkt irgendwo. So. Bah. So. Ah ja. Jetzt mache ich kurz eine Pause. Und dann geht es auch direkt weiter. Hier. In Night Springs. So. Weiter geht's. Mittlerweile gab es ein Update für Alan Wake. Aber ich habe keine Ahnung, was es tut. Und Gabby soll das V-Sync aktivieren. Weil es vorher irgendwie nicht ganz geklappt hat. Es scheint diesmal geklappt zu haben. Aber ist auch toll, ich habe gerade in dem Ladebildschirm gelesen, dass ich auch zielen kann, ohne den Taschenlampenboost zu benutzen, indem ich nur ganz leicht klicke. Das ist schön für die Konsolenspieler, die einen analogen rechten Knopf oder linken haben. Aber mit der Maus geht das nicht gut. Ah, so eine Scheiße. Egal, das funktioniert ja auch so. Zufriedenstellend. Ich kann ja auch so mit der Taschenlampe zielen und schießen. Funktioniert ja. So, was muss ich jetzt tun? Jetzt muss ich die drei Dinger da oben wieder anbringen. Und alles in die Luft jagen. Dann macht's Bam und Boom und... Naja, egal. Arizona Petroleum Inc. Night Springs Division. Yay. Oh, das sind sie wieder. Die Vögel. Wow, hält der mehr aus wie das letzte Mal? Oder treffe ich mir schlechter? Es ist alles möglich. So. Willst du nicht gebrauchen können? Nein. Naja, ich laufe dann halt mal weiter nach da oben. Zufällig werde ich jetzt wahrscheinlich nicht über irgendwelche... Ja, so viele Fliegen in meinem Zimmer. Zufällig werde ich wahrscheinlich nicht über irgendwelche Manuskripte stoßen. Die Vögel. Wow, hat sich einer an meinem Licht vorbeigeschlichen. Oh, zwei fliegen jetzt schon. Well, here we go again. Better get ready to run. Wheel Battery CD. Alles klar. Immer noch dieselbe Reihenfolge. Na, lauf doch. Jetzt. Battery.
Jetzt kommt die CD. Ab geht's. Lass das Inferno beginnen. Oh, die Gegner waren beim letzten Mal, glaube ich, nicht. Er bekommt die Armbrust. So. Ich frage mich nur, ob sie jetzt... Better hurry. Ja, genau. Genau das habe ich mich auch gefragt. Ob es jetzt wieder hier von den Viechern hier gebasht wird oder nicht. Oh, ich habe kaum noch Munition. Emma, coming. Oh, fucking hell. Wow. Ich will nicht am Koffer hängen bleiben. Oh, scheiße. Das erste Mal gestorben. Weil ich keine Munition mehr hatte. Ich muss doch erst da drüben aufladen. Jetzt habe ich mehr Munition wie eben. Emma! I'm coming! It's not the bad thing! Nothing! Mich so. Und... Nein, verfehlt! Machen wir das so. Ach, scheiße, da ist ja eine Uzi drin. Just keep your head down! Das sind die zwiespältigen Viecher da, ne? Ich glaube schon. Ich habe noch etwas Munition. Na. Wow. Hohoho! Waren das alle? Das waren nicht alle. What? So. Dich und... Das waren alle. Oh, ich sehe gerade. It's okay. It's safe now. Mein Hemd bewegt sich mehr oder weniger physikalisch korrekt. Egal. Ich auf mit dem rumgehampelt, sonst wird's euch noch schlecht. I got a really bad feeling about all of this. I'm gonna need those keys to the diner now. There's a motel key there that I have to get. Oh, hey, you don't have to do that. I have the motel master key. I work for the same company, you know. What's at the motel? Well, there's a dead guy. He's got something I need to get into the Mount Redtooth Observatory. God, that's awful. Hey, you wanted to know about the guy who looked like you, didn't you? The last time you said he had a party, but you didn't go. No, that's not true. I did go. It was really great at first, and then I didn't see it myself. But I hear he turned nasty. He hurt a bunch of guys pretty bad. And there was this girl, she died. But I didn't hear about that until afterwards. I thought that he was so charming. And then he went to the diner. That's right. I wasn't involved. I wasn't involved with that at all. I don't know what happened. Fine. I need to check out these motel rooms. In the meantime, you stay here, okay? I'm serious. Keep the lights on and stay here. Yeah, okay. You got it. I sure hope you're right about this. You're gonna stay here this time, right? Because the last time I didn't and that thing, whatever it is, happened to me? Yeah.
I don't want you to get hurt again. Don't worry, I'm gonna stay put. I don't remember what happened exactly, but I learned my lesson. Good. It doesn't have to happen exactly the same way this time around. You proved that much when you went out and got those things for me. I think you're gonna be okay. Let's hope you're right. So, der Master Key, das ist ja noch besser. Jetzt gehe ich erstmal schnell die ganzen Manuskripte holen. Wow!